Herzlich willkommen zum nächsten Spiel unserer New York Rangers zu Gast in Carolina. Wir gehen in die Endphase der Saison, es sieht alles positiv aus, die Statistiken sind positiv, die Spiele sind knapp. Es kann also wirklich einfach losgehen in Richtung spannende Playoffs. Und bevor ihr euch fragt, hat er heute gar kein Trikot an? Ich habe in jedem Sportvideo, was ich mit Facecam gemacht habe, ein Trikot angehabt. Ich würde sagen, das zählt als Trikot. Ich stehe dafür einmal ganz kurz auf. Das ist nämlich das Silbershirt von den deutschen Olympiahelden. Ich denke, das geht in Ordnung. Habe ich jedenfalls so für mich vereinbart. So, das Team hier, wie gesagt, nicht an die reale Saison angepasst. Die Trade-Deadline ist so abgelaufen, es wurden noch viele Trades gemacht. Ich finde sie fast ausschließlich gut. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich habe, glaube ich, sogar in den letzten Folgen auch ein bisschen was dazu gesagt, aber das weiß ich nicht mehr ganz so genau, weil das ist ein bisschen her. Ich habe mich in der Zwischenzeit auch mit anderen Leuten darüber unterhalten. Das heißt, keine Ahnung, was ich denen gesagt habe und keine Ahnung, was ich euch gesagt habe. Aber wie gesagt, hier geht es um die virtuelle Saison. Wir gehen in den Schlusssport. Ich nehme sowieso im Vorhinein auf. New York ist rechnerisch noch nicht aus den Playoffs, aber es ist ja höchstwahrscheinlich, dass sie die Playoffs verpassen werden dieses Jahr. Sehr schade, aber vielleicht klappt der Umbruch. Hoffentlich. Hinsi Banisch hat der auch einen Schuss. Oh! Und er bleibt an der Latte hängen. Das war schon das erste Mal knapp hier für Scott Darling hinten zwischen den Pfosten. Die letzten zwei Spiele haben wir sogar verloren. Guck sich das mal einer an. So spannend ist das hier bei uns. Oh, und Brady Shea mit dem nächsten Drive von der blauen Linie. Und jetzt mit dem Check. Also wir sind hier hart am Werk. Schön. Hätte ich sogar noch gehen können, aber wir zwingen Scott Darling zu diesem Save mit der Stockhand. Ey, und guckt euch den Sibanejad gerade an. Wieder. Wir sind hinten zu zweit gegen vier von den Hurricanes gefühlt. Und er rennt immer noch nach vorne. Schön aufmachen. Kreider auf Buchnevic. Oh, der Winkel war zu spitz. Aber schön, dass er es nicht selbst probiert, auch wenn Kreider den sicherlich oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch gemacht hätte machen können. Nee, ich will damit nur darauf hinaus, dass Chris Kreider ja, wenn es nur nach Toren geht, unser punktreichster Spieler ist. Also unser torreichster Spieler. Meistens Assists Hayes und deswegen auch Topscorer ist auch Hayes. Mit, ich glaube, 58 Punkten nach, was waren das, 76 Spielen oder so. Also wirklich die heiße Phase in Richtung Playoffs hier. Mitte aufpassen. Schuss kommt, wird geblockt von Smith. Ansonsten spielen wir hier schön raus. Da jetzt mal ein bisschen lange gewartet. Und über Hayes. Oh, der Pass wird abgefangen. Blitzschnell reagiert. Und die Stürmer dringen nach vorne. Und unsere Stürmer kommen wieder mit zurück. Sehr gut. Schön von Shattenkirk auch, dass der nicht schießen kann. Der Pass war riskant. Fast hat den aber. Nimmt Hayes nochmal mit. Fast. Oh! Schlagschuss zwischen die Beine von Scott Darling. Hat Schwierigkeiten, aber hat den Schuss. Hätte ich vielleicht sogar noch auf Michael Grabner ablegen können. Ja, ganz schön viele Abgänge hier im Team. 5-3-2 als Bilanz der letzten 10 Spiele. Das finde ich okay. Wenn wir das über die Playoffs so halten, haben wir gute Chancen, da weit zu kommen. Hallo! Ach, es geht wieder los. Okay. Lange nicht aufgenommen, aber die üblichen Probleme. Ich stehe auf dem Puck und er nimmt sich nicht. Schöner Check aber hier. Nicht der erste in diesem Spiel. Und Carey macht sich davon. Stoll sieht das. Abschirm. Zur anderen Richtung, mein Freund. Kämpfer. Komm, hier muss ich doch den holen. Die schlafen ja alle ein. Das müssen die doch sehen, dass der um die blaue Linie rumgeht. Carey direkt weiterleiten, bevor du gecheckt wirst. Sehr schön. Easy, Carey. Wird gecheckt, hat den noch. Wird nicht mal rangedrängt. Oh, und der Pass auf der Nähe ist zu, genau. Letzten 5 Sekunden laufen. Boah. Der war nochmal verdeckt für Lundqvist. Ja, und ich hoffe, ihr habt im Hintergrund keine Bohrgeräusche. Ich habe extra bis zur Mittagspause hier gewartet. Mit der Aufnahme. Ich habe zwar das Glück, heute hier zu Hause zu sein, aber ich hätte den Tag im Nachhinein dann doch gerne getauscht, wenn ich dazu die Möglichkeit gehabt hätte. Es wird die ganze Zeit nur gebohrt und alles mögliche und jetzt hoffe ich, dass ich die Mittagspause genau erwischt habe von den Bauarbeitern der Nebenwohnung. Hier wird nämlich schön saniert und wurde ja schon ordentlich Beton und Farbe angeschleppt, was da vor der Tür stand und heute ist anscheinend ein Tag, an dem sehr intensiv gebohrt wird. Ryan McDonough, der jetzt wieder in echt zusammen mit Dan Girardi an der blauen Linie für die Tampa Bay Lightning steht.
Oh, warum dahin? Schön geholt. Oh, Sivanja probiert selbst. Schöner Versuch, Eric Stoll. Skinner. Nee, Jordan Stoll war es ja. Eric ist ja bei der Minnesota Wild und spielt eine ziemlich gute Saison. Vor allem jetzt die Schlussphase. Da hat er nochmal ganz schön Fahrt aufgenommen. McDonough wird offensiv angegangen. Er löst sich. Und der nächste Schlagschuss von der Ballonlinie. Das sind fast die einzigen Schüsse, die wir hier haben. Ansonsten hatten wir einmal Buchnevich, der leider verpasst hat. Und dann... Oh, schön geholt noch. Eben gerade der eine von Mika Zibanejad. Ansonsten versuchen wir es von hinten. Die sind auch gefährlich, aber kommen nicht durch. Terravine, da war Lundqvist schon fast auf den falschen Fuß. Warum geht denn der in der Mitte nicht hin, Leute? Nicht so eins dann. Der lag mir ja schon vorm Schläger. Zu viel Platz. Und vorder. Oh, Lundqvist hat ihn. Zum Glück. Also. Auch das ein ausgeglichenes Spiel. Vielleicht mit mehr Vorteilen für uns. Da gab es schon knappere Spiele. Oder gefährlichere. Oh, Kreider verpasst den leider. Guck mal, Zibanejad holt sich den wie schon wieder. Kevin Shattenkirk. Komm, Nash. Du kannst stochern. Du bist bei uns hier noch für die Rangers unterwegs. Ach, da habe ich zu lange nachgehakt. Scheiße, es gibt Tor. Hoher Schläger, hoher Stock. Oh, gibt er den davor. Abgefälscht, aber gefährlich. Und den haben wir. 2 Minuten nur Glück gehabt. Ich glaube, es hätte auch 4 geben können. Oder was gibt er da? Oh, einmal zu viel A gedrückt und er hakt ihn halt vollkommen an die Hand. Fast ins Gesicht. So sah das eher aus. Fast geht gegen. Skinner, Jeff Skinner aufpassen. Schön von Grabner. Fast, rede ich, jawohl. Aber hat auch wieder gebraucht. Hennepin und Terravine. Oh, ungenau, aber Jeff Skinner kriegt den. Der Pass vor's Tor und Lundqvist hat den. Kämpfer dreht sich gut raus. Grabner, oh, den hätte er rausbringen müssen. Stochert nach. Mit Kämpfer jetzt sind wir da zu 2 zu dritt. Die CPU verursacht da fast die Strafe. Ich habe nämlich diesmal nicht. Ah, oh, das Haken gedrückt. Komm, schick ne. Mit Glück, Michael Grabner mit der Chance zum Shorthanded Goal. Der liegt auf der Linie rum. Waren vielleicht wieder zu viele Bewegungen. Schön gemacht hier. Und Michael Grabner mit der zweiten Chance. Jasper fast dabei. Nee, der dreht ab. Schade. Dann kriegt er ihn jetzt. Ach, das war riskant. Dadurch direkt der Konter. Wir müssen das so spielen, dass wir da nicht den Konter kriegen, weil das ist in Unterzahl noch bitterer dann. Oh, stark von Grabner. Wie er da mit dem Schläger noch nachreicht. Und das gibt die nächste Strafe. 47 Sekunden lang 5 gegen 3. Ich habe wieder zu voreilig A gedrückt. Das sind jetzt aber nicht diese komischen Beinstellenstrafen. Jetzt bin ich einfach mal selber schuld. Bei den Beinstellenstrafen rege ich mich mal auf, dass die fallen, weil die mache ich genauso wie in diesem Spiel, aber beispielsweise im nächsten Spiel könnten die schon wieder jedes Mal gegeben werden. Obwohl ich es nur so mache wie hier. So sind natürlich echte Sekunden. Versuchen die hier runter zu spielen. Oder einen Schuss nehmen. Jeder Schuss in Unterzeit ist ein guter Schuss. Ja, Ryan McDonough sollte nicht da vorne sein. Miller riskant, aber hat den. Schön. Ja, oh, Smith nimmt den harten Check, aber den haben wir nach hinten gespielt. Da holt er eine sich. Und Miller die Linie runter. Das 5 gegen 3 damit überstanden. Fast. Die Hurricanes gar nicht in die Formation gekommen. Gar nicht gefährlich geworden. Aber jetzt nochmal über eine echte ganze Minute normale Unterzahl. Erstmal muss natürlich der vierte Spieler bei uns wieder dazukommen. Lundqvist fängt den. Hätten wir vielleicht die Unterbrechung nehmen können. Wir kommen hier erstmal raus. Ach, Miller fast. Nash macht das gut. Leute, geht da dran. Zu viel Platz. Oh, den hat er verzogen. Nash hat den. Und McDonough hilft. Och, genau angespielt, aber wenigstens erstmal raus. Miller war dran, Hennepin kommt durch. Der Pass und Smith. Das reicht nicht. Und der kriegt den ins kurze Eck, das sieht komisch aus. Smith hatte den eigentlich schön. Und dann kommt er da durch. Naja, haben wir uns selbst verbrockt, so viel Unterzahl, dann kriegen wir halt hier das Gegentor. Irgendwie ärgerlich, dass so passiert. Der Pass war gut, so, dann hatten wir den da. Lundqvist hat gepoked, checkt und dann über die Blockerseite da ins Kurseck rein.
Williams vorher schon einmal verzogen aufs lange Eck, dann hat das da jetzt eben ins Kurze gemacht. Storm mit dem schönen Check hier. Kreider fällt da drüber, habt ihr das gesehen? Der liegt immer noch an der Bande. Oh, das könnte man auch... Oh, jetzt läuft der rein, ich glaub's ja nicht. Die verpassen jeden Puck, wenn sie auf ihm stehen, ne? Aber wenn sie nicht hin sollen... Oh, da ist der Rebound drin, ja. Und dadurch sowas... Wirklich, die verpassen jeden Puck, nehmen den einfach nicht auf, wenn man auf dem Puck steht. Und da rennt er einfach blind rüber und... nimmt uns den Direktschuss. Aber auch Kreider wieder davor rechts an die Bande geklatscht ist. Das müsste man ranzoomen und ein Meme draus machen. Das sah ja so geil aus. Das war komplett selbst ausgeschaltet. Habt ihr wieder die automatische Bewegung gesehen? Er hat den Puck zu dem Zeitpunkt nicht angenommen. Unsere rote Blase war noch nicht komplett rot. Nur so hellrot. Nicht gefüllt. Sehr suspekt. Da wollte er wieder schön losrennen. Oh, schön geblockt hier. Letzten Sekunden haben wir vorne nochmal wen. Pavel Buchniewicz. Komm nochmal, kurz weg. Oh, da war der Pfosten. Das wäre echt schön gewesen. Das wäre ein guter Anschlusstreffer in den letzten Sekunden hier gewesen. Aber wie gesagt, die Zeit abgelaufen. So, wenn wir jetzt schnell treffen und hinten sicher sind, dann ist hier noch was drin. Sibanejad verpasst das Bulli. Hakt gut nach. Ne, schläft. Oh, schön. Oh, warum geht denn der so weit, Leute? Oh, Sibanejad mit dem Check. Ne! 2 Minuten Unterzahl. Werden uns doch wieder so viele Strafen hier gegeben. Nimm den nochmal jetzt. Oh, der kann ihn rauspassen. Da stehen 2 Leute von uns. Da haben wir nie eine Chance, wenn wir zu zweit auf einen von denen gehen. Der setzt sich auch immer durch. Also, diese Duelle an der Bande, die gewinnen wir nicht wirklich. Rapner, naja, das reicht erstmal. Den hat er sogar. Wird ihm wieder abgenommen. Leute, nicht wegrennen. Die rennen alle so. Guck mal, wie blind der da vorne rennt. Den muss ich ja noch. Den muss ich übernehmen, dass der wieder zurückkommt. Was hatte der denn da gerade im Kopf? Oh, fast hat er Glück. Shattenkirk für einen Chip-In. Grabner macht das diesmal gut. Der Schuss. Ja, warum nicht? In Unterzahl nehmen wir auch alles, was wir können. Sogar vorne das Bulli gekriegt, aber das ist erst eine halbe Minute jetzt gewesen. Das sind, wie gesagt, echte Minuten. Der Andy hat den schön. Kämpfer. Ja, verzogen, aber kommt nochmal vorgesprungen. Ah, läuft ja selbst ins Abseits, das war auch dumm. Gerade mal wieder 8 Sekunden geschafft. Eigentlich ist es ja gut, das hier so ruhig dann runterzuspielen, immer sekundenweise, aber es zieht sich dann so. Dehane auf Miller, zurück zu Dehane und er wird abgefangen, schade. Erstmal nachgehakt. Reicht. Boah, wird in die Bande geklatscht. Miller nimmt sich den schön mit. Diesmal gute automatische Bewegung. Legt ab auf Dehane. Es hat in der ersten Minute des ersten Drittels schon mit dem Lattenschuss von Mika Sibanejad angefangen. Der ist nach oben abgeprallt. Jetzt haben wir in den ersten 5 Minuten des dritten Drittels diesen Schuss, der von der Unterlatte abprallt. Schön vorgelegt von Miller, schön abgeschlossen von Dehane. Aber er will nicht rein. 1 bis 2 Zentimeter weiter unten und das Ding sitzt. Der kann ja auch von mir aus an die Unterlatte prallen und dann reingehen. Das ist ja perfekt. Da nutzt man das volle Spektrum aus. Wird so breit. Alter Leute, einer muss doch hin. Der Fast rennt erst blind weg. Und der Grabner nimmt sich einfach nicht den Puck. Und ich krieg Kämpfer nicht. Drüben steht er. Jetzt haben sie nur ihre Powerplay-Formation. Aufpassender Kämpfer. Schön geackert. Und jetzt schickt der Grabner. Halbe Minute noch. Oh, langes Eck verpasst. Halbhoch, lange Seite ist eigentlich immer gutes Rezept. Schwierig für einen Goalie. Über die Pads, unter der Fanghand. Fast, schön. Zugegriffen und direkt weg. Wollte ich eigentlich checken. Deswegen Glück, dass er den dann auch direkt rausnimmt. Das müsste ein Icing sein. Danke. So, auf geht's, Jungs. Der Ne, unser bester Bullyschütze. Mit Miller zusammen vorne, schon gut geackert. Na, diesmal nicht. Aber Miller holt sich das.
Shay auf der Hane. Oh, der schlingelt sich durch. Jetzt Miller für einen Tipp hin. Der hält den. War natürlich nicht ganz platziert geschossen. So, für die zwei Checks gibt es mal keine Strafe hier. Oh, das ist ärgerlich. Die müssen rein. Nicht perfekt gezielt, aber trotzdem Pech dabei. Jetzt Kreider. Ah, der Hane erstmal. Buchnevich, schön gelaufen. Oh, und auch der verpasst. Kreider. Der war riskant. Shay, schön abgefälscht von Buchnevich und wieder reicht es nicht. Also wir pirschen uns da langsam ran. Oh, oh. Oh, ich habe gar nicht gesehen, wo der Puck war. Hayes rüber auf Nash. Zurück zu Hayes. Ja, der war schon ziemlich weit vorne da. Kreider. Boah. Einfach mal durchschummeln. Der hat ja das Momentum in der Saison. Oben sieht er ne. Schön. Abgelegt für Stall. Bewegung vom Tor und der nächste Save. Von Darling. Hayes. Zurück zu Stall. Und der nächste Blocker-Save. Also im 5 gegen 5 machen wir hier quasi das Powerplay. Aber noch kein Erfolg. Schöner Check. Und auch da. Sivanjad nimmt sogar den Puck mit. Sieht jetzt zu Corello, der da einläuft. Drüben kam der Mitspieler. Stoll nochmal. Und auch der ist gehalten. Das gibt's ja nicht. Wir kommen an Scott Darling nicht vorbei. Das sind vielleicht nicht die hundertprozentigen, aber irgendeiner von denen muss doch. Schön. Lee Stemniak, auch Ex-Ranger, aufgehalten erstmal. Und jetzt müssen wir verteidigen und nur noch 3 Minuten. Hätten wir in der Phase eben getroffen, würde ich noch mehr dran glauben. Es ist auch das hier jetzt noch möglich. Das haben wir schon mal geschafft, innerhalb der letzten Minute sogar. Smith vom Tors Bewegung. Abgefälscht! Der Schläger könnte zu hoch gewesen sein. Das war genauso gespielt, wie wir es wollten, aber der winkt zu früh ab. Das ist normalerweise ein Zeichen, dass sie das tatsächlich aberkennen. Aus der Sicht sieht man es nicht so, aber es ist schon grenzwertig. Auf jeden Fall schön an Scott Darling vorbei abgefälscht und ins Tor. Jetzt vielleicht Zeitlupe. Na, wahrscheinlich drüber, aber wirklich gut erkennen konnte man das nicht. Rick Nash hat da abgefälscht auf Schuss von Brent Smith. Und kommen wir nochmal ran. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt müsste es nochmal wirklich eine speziell darauf zugeschnittene Wiederholung geben. Ich meine, das ist ja ein Spiel, das kann das ja berechnen. Und ich würde, also ich weiß natürlich, dass der Schläger zu hoch war, aber ich würde in manchen Situationen einfach gerne wissen, warum das jetzt aberkannt wurde. Steht da einfach so, ja, Schläger war zu hoch oder so. Carry, oh, fast hat er den gehabt. Schade. Also ganz eindeutig war es, glaube ich, nicht, aber schon okay. Der Entscheidung kann ich leben. Dass wir immer noch kein Tor haben, leider nicht. Oh, schön von Visi. Und mach selber. Oh, der rutscht wieder nicht durch. Scott Darling fast nach. Ja, es sollte einfach nicht sein. Bestimmt die letzten 10 Minuten hier gut gespielt. 16 Paraden von Scott Darling. Das ist schon verhältnismäßig viel für die Drittellänge, die wir ja hier spielen. 3 Minuten. In den Playoffs dann 4. Ansonsten, ja, zweimal die Hurricanes vorne eiskalt zugeschlagen. Lol. Der Hane. Kriegt aber nicht wirklich die Mitspieler. Doch, Jimmy Visi. Oh, hat er da den eigenen angeschossen oder war da der Verteidiger dran? Das sah sehr komisch aus. Schön abgelegt. Dadurch kann Visi rein. Zurück zu Shattenkirk war dann zu riskant. Und da sind die Hurricanes nochmal durch. Da muss man natürlich All-In gehen. Es laufen noch die letzten Sekunden. Da kommt der Körpers. Und Lundqvist zeigt nochmal den Save. Sehr schön. Schon mal in Playoff-Verfassung hier gespielt. Jawohl, den hält er nochmal fest. 2-0 verloren, geht in Ordnung. Damit die letzten 3 Spiele leider verloren. Aber man sieht, dass es knapp ist. Und das finde ich eigentlich gut. Jetzt haben wir zwar gegen die Hurricanes verloren. Das ist eigentlich ein Pflichtsieg, wenn man ehrlich ist. Aber es war knapp. In den anderen Spielen oder im nächsten Spiel können die Chancen, die wir jetzt vergeben haben, schon wieder reingehen. Und andersrum dann in Lundqvists Sicht, dass er dann einige hält. 79 Spiele, das heißt, wir haben ja nur noch 3. Eigentlich könnte ich ja jetzt dann die reguläre Saison spielen. Dann darf ich mich morgen auf die Playoffs freuen. Dann nehme ich das direkt hier so in einem Zug auf. Aber ich bin gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss!